Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch mal zeigen, wie man hier so einen Trompo macht. Das ist mein Lieblingskreisel, weil der läuft nämlich länger wie jeder andere Kreisel. Und man kann ihn nicht bloß auf einem Tisch kreisen lassen, sondern auf dem Boden und überall. So Trompos kann man auch super drechseln, weil das ist nicht ganz so friemelig wie so ein klein. Das geht natürlich auch, aber so einer macht zum Drechseln mehr Spaß. Und mit der Metallspitze, finde ich, sieht auch ganz cool aus. Und vor allem, nicht jeder kennt einen Trompo. Also, ich glaube, die wenigsten kennen den Trompo. Aber wer schon vorher Trompos kennt, soll es mal in Kommentare schreiben. Ja, so ein Trompo ist natürlich aber auch was Cooles, weil den kann man einfach werfen. Und wenn man es ein bisschen kann, kreiselt er auf dem Boden. Und wenn man da ein bisschen übt, kann man das auch ziemlich cool machen. Ja, und wie ich den jetzt mache, zeige ich euch im Video. Was das Coole beim Trompo ist, dass man ihn in allen Größen und in ganz verschiedenen Formen machen kann. Also man kann ihn so klein und so von der Form oder so mit Holzspitze, mit Nagelspitze, mit gedrehter Spitze, mit großer Spitze. Man kann den auch hohl machen und man kann, wenn man eine große Drechselbank hat, auch mal ein bisschen größeren da drechseln. Aber der wird dann schon echt ein bisschen unhandlich und vor allem, man kann ihn auch nicht so gut in die Hosentasche stecken. Da braucht man schon echt große Hosentaschen. Da ich ja den Trompo auch auf der Straße laufen lassen will, weil das hat halt seine Vorteile, auch gerade wenn man anfängt, wenn man dann drinnen immer wirft, ja, dann kann schon mal passieren, dass man so ein, zwei Scheiben weniger hat. Deswegen ist es geschickt, wenn man einen hat, mit einer Metallspitze, wo man da auch draußen laufen lassen kann. Und wenn man dafür ein möglichst hartes Metall braucht, nehme ich da immer gerne Schrauben für. Weil so das Metall von der Schraube ist dafür gut geeignet. Und gerade wenn man so eine rostige oder kaputte hat, dann kann man es aus der schön machen. Mal um den hinteren Holzteil kümmern. Das hintere von einem Trompo kann man so ziemlich aus jedem Holz machen. Also da sind keine besonderen Anforderungen an das Holz. Das kann von der Größe her so groß oder so klein sein, wie man halt will, den Trompo. Und da kann man auch mal irgendwie einen Ast nehmen. Aber weil ich heute mal einen schönen machen will, nehme ich hier so einen schönen getrockneten Kirschkantel. Den habe ich schon länger mal vom Drechselholz Laschinger zugeschickt bekommen. Danke dafür. Und den will ich jetzt heute endlich mal verschaffen. Man hätte natürlich jetzt auch zuerst mal das Holz machen können und dann die Spitze. Aber der Vorteil ist, wenn man die Spitze zuerst macht, dann kann man sich nämlich schon mal so grob vorstellen, wie der später mal wird. Also das kommt dann ja hier so rein. Und dann ungefähr so wird dann die Form. Also können wir mal hier so absägen, dann haben wir nämlich noch ein gutes Stück zum Spannen und dann auch zum hier reindrechseln, damit man hier oben eine schöne glatte Oberfläche hinkriegt.
Habe ich ja gerade zwischen die Spitzen geschrubbt und hier hinten was weggedrechselt, damit ich es in mein Backenfutter einspannen kann und dann letztendlich den Trompo drechsel. Habe ich mal so den Trompo so grob fertig gedrechselt und dann kann ich jetzt mal das Loch reinbauen. Das mache ich jetzt mit einem 7er Bohrer, also das habe ich 7,1 circa gedreht, noch ein bisschen weniger. Und da bohre ich jetzt mit dem 7er Bohrer so tief, wie ich es dann später mal versenken will. Das heißt, ich muss jetzt ungefähr so tief bohren, bis zu dem schwarzen Strich. Da oben mache ich jetzt noch zwei so schwarze Rillen rein und da tue ich zuerst mal hier mit dem Meißel erstmal eine Rille reinmachen. Oberflächenfinish tue ich jetzt noch eine Mischung aus Bienen- und Canova-Wachs drauf.
der ist auch schön geworden mit der hochglanzpolierten Metallspitze. Normalerweise tue ich dich nicht so arg schleifen und polieren, weil wenn man die draußen auf der Straße, auf dem Teer oder Beton laufen lässt, dann verkratzen die sowieso. Aber heute fürs Video habe ich mal einen mit hochglanzpolierter Spitze gemacht. Was auch ganz wichtig ist, ist da oben die Rille zum Pendel, auch die Schnur da aufwickeln. Aber wie man so einen Trompo richtig aufwickelt und dann auch wirft, darüber machen wir nochmal ein extra Video. Und das kommt morgen. Dann gehen wir mal raus und lassen den mal springen. Jetzt hat man auch in dem Video gesehen, dass so ein Trompo machen kinderleicht ist. Wenn es ich als Kind auch schaffe, dann kann es nicht so schwer sein. Oben für den Holzkörper braucht man kein super Holz, keine super große Drechselbank. Natürlich für die Metallspitze, wenn man so eine macht, braucht man eine Drehbank. Aber es würde auch einfach auf der Drechselbank oder sogar auf einer Bohrmaschine gehen, wenn man dann mit der Flex, das schleift auch bloß mit einer Feile. Oder man kann auch, wie hier, einfach in so ein Trompo vorne einen Nagel reinmachen. Das funktioniert auch. Oder, wenn man nur drinnen wirft, einfach eine Spitze aus Holz. Also, das kann man, wenn man eine Drechselbank hat, kann man auch ein Trompo machen.